Willkommen zurück zu Drakensong Online und zu dem wahrscheinlich letzten Video. Dabei ist heute als Gast wieder einmal Dona. Hallo zusammen. Genau, das haben dir auch einige gewünscht und Dona wollte auch nochmal Tschüss sagen und deswegen dachten wir so, komm, dann machen wir das letzte Video, das machen wir jetzt zusammen. Genau, nee, ich möchte tatsächlich selber persönlich mit DSO aufhören. Ich habe nicht mehr wirklich Lust darauf. Man hat es ja auch in den letzten Videos schon gemerkt, ich habe vorher tatsächlich zu jedem Event, auch zum Vollmond, Neumond-Event, habe ich immer irgendwelche Videos gemacht, auch wenn es zum 10. Mal dasselbe war, also, hat mir trotzdem Spaß gemacht. Und wie man jetzt die letzten Zeit auch gesehen hat, die letzten Monate, das wurde alles immer weniger. Und die letzten Videos, die ich dann gemacht habe, zum der Release vom Testserver von 253, das war dann auch das alles so unter Zwang. Das ist einfach so, ja. So fing ja, es gibt was Neues, ich muss wieder ein Video raushauen, deswegen, Und ich habe darauf einfach keine Lust mehr. Aber einfach nur, weil das Spiel selber keinen Spaß mehr macht. Ja. Deswegen dachte ich mir so, komm, ich hatte jetzt die letzten 80 Tage hatte ich noch Deluxe. Und für 80 Tage dachte ich mir so, komm, guckst du jetzt an, du hast jetzt schon keinen Bock mehr, du guckst mal an, wie es in 80 Tagen ist. Jetzt ist Deluxe abgelaufen. Ja, und es ist die Meinung ist immer noch dieselbe und dann habe ich gesagt, dann muss ich jetzt aufhören. Ja, demnächst wird es ja sowieso Lost Ark geben und dann werde ich dort weitermachen. Wie gesagt, ich werde den YouTube-Channel nicht aufhören, ich werde wirklich nur mit Drakensong aufhören. Mit Lost Ark geht es weiter oder anderen Spielen, die ich vielleicht noch spielen werde. Und ja, viele Leute denken sich ja sicherlich so mal, ja, ist doch nur ein Spiel, dann hör doch auf, ist doch gut. Ja, für mich ist es denn tatsächlich schon ein bisschen mehr als ein Spiel, ist halt... Es fing ja alles damit an, wann habe ich angefangen mit dem Game? Das letzte Sargon-Event war das, also das jetzt nicht vor dem jetzigen Event, sondern die Events davor, das war glaube ich 2013, 2012, weißt du das noch? Wann das ungefähr war? Oh, ich habe selber erst 2012 angefangen. Ja, auf jeden Fall. Das könnte aber hinkommen. Ja, genau, da habe ich auch angefangen, da bei dem Sargon-Event war ich gerade so, war ich glaube ich 34 oder 35, da habe ich gerade gelevelt. Und ja, dann hat es im Prinzip ganz groß angefangen, das Spiel Spaß zu machen und dann war ich tatsächlich 2014, war ich das erste Mal auf der Gamescom und habe dort Greg und Drakati getroffen, also die waren ja damals auf der Bühne und ja, das sieht man hier noch. Ich stand am Ende auch auf der Bühne, zusammen mit Greg. Ja, wir machen beide ein ganz tolles Gesicht, da haben wir tatsächlich damals Gorga platt gemacht. Ich mit dem Account von Drakati. Das war nämlich tatsächlich so, die haben beide zusammen Gorga versucht, Platz zu machen und haben es nicht geschafft. Dann meinte Drakati so in die Runde rein, möchtest hier mal jemand versuchen? Und ich so, ich. Ne? Weißt du, so einfach so total nicht nachgedacht, einfach gleich gesagt, ich möchte es versuchen. Und zack, stand ich auf der Bühne. Und ja, hab dann zusammen versucht, mit Greg Gorga Platz zu machen. War eine ganz schöne Katastrophe, wir haben das echt nur schwer geschafft. Und dann habe ich tatsächlich von den beiden gehört, ja, heute Nachmittag um, keine Ahnung, 3, 4 oder sowas, wenn wir nochmal auf der Bühne stehen, dann bin ich tatsächlich zu denen hingegangen, habe die gefragt, sag mal, wie ist denn das? Kann ich nochmal mitmachen mit meinem eigenen Account? Und die so, ja klar, warum nicht? Mach doch mit, ne? Und dann stand ich tatsächlich auch das zweite Mal auf der Bühne. Das war wirklich sehr, sehr schön. Und dann gab es halt mit diesen einen Typen da, der auch noch mit auf der Bühne stand und hat dann ein bisschen erzählt, ein bisschen was zu Drakensang und so weiter und so fort. Und beim ersten Mal hat er sich halt mal gewundert, warum wir so lange gebraucht haben, als er noch den anderen Account hatte von Drakati, als er mit ihrem Account gespielt habe. Und beim zweiten Mal, seid ihr schon fertig? So, ja, schon platt. Da habe ich ihn einfach quasi Gorga alleine platt gemacht, habe Greg mit durchgezogen und das halt live auf der Bühne. Und so fing das Ganze halt an. So hatte ich dann plötzlich den Riesenspaß und ich hatte auch plötzlich den Kontakt zu den CMs, also zu CM Drakati, CM Greg. Und dann wurde ich auch relativ schnell, wurde ich Twitch-Moderator bei denen. Die hatten öfters mal auf Twitch was gemacht. Und ja, seitdem habe ich auch mit denen gesprochen. Damals noch schön über Skype gesprochen. Das war auch, damals war das so, da gab es noch kein Discord, zumindest bei denen nicht. Und ja, dann war ich 2015, war ich erneut auf der Gamescom mit den ganzen Leuten. Diesmal, seitdem war ja CM Drakati war nicht mehr da, da war CM Haruki da. Und wir haben auch schon vorher ganz, ganz viel geschrieben. Und da ging ich ganz freudig rein zu ihr und habe gefragt, ey, Haruki!
So, hi, rat mal, wer ich bin. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich habe die irgendwo getroffen, wo die mit dem Kopf ganz woanders war. Guckte mich an, Spieletrend. So, nein. Nein. Und dann habe ich gesagt, hier, ich bin Shirley. Ah, ja, Entschuldigung, ich habe gerade keine Ahnung, was sie gemacht hat, weiß sie gerade nicht. Und die war im Kopf ganz woanders. Und da habe ich dann auch mit Greg gesprochen, mit Haruki gesprochen, habe da auch mit denen. Gut, da hatten sie keine Bühne. Da kam gerade die Lottak-Erweiterung raus. Derzeit habe ich auch angefangen, tatsächlich mit meinem YouTube-Kanal. Das war dann 2015. Und habe dann auch nur mit Drakensang angefangen. Wie gesagt, ich hatte ja den Kontakt zu damals CM Haruki und CM Greg. Und später war dann Haruki weg und dann war plötzlich Greg auch weg und dann war der CM Clayton da, der war aber auch nicht lange da. Mit dem habe ich lange gesprochen, dann war eine lange Zeit, war Ruhe. Und dann hatte ich zwar einen Kontakt, mit dem habe ich aber nicht viel gesprochen, das war tatsächlich der Fidelis. Mit dem habe ich dann ein bisschen gequatscht und irgendwann hieß es dann, ja, wir haben jetzt einen neuen CM, hier hast du die Kontaktdaten, oder nee, er würde dich jetzt adden auf Discord. Und seitdem war CM Jesse da. Und dann habe ich mit ihm gesprochen. Ja, das war dann, also das war auch recht cool. Jesse hat ihn auch irgendwann in den Discord eröffnet. Und im Discord, also im offiziellen Drakensang-Discord, war ich dann auch am Anfang, war ich auch Moderator. Wollte das Ganze aber nicht, weil ich wollte, das war so eine große Aufgabe. Ich hatte keine Lust, meine Zeit damit zu ver Anführungszeichen zu vergeuden, den ganzen Discord durchzulesen und zu gucken, ob da jemand was Schlechtes schreibt oder nicht. Und deswegen habe ich gesagt, nee, dann entzieh es mir, dann habe ich auch keine Lust. Und dann wurde mir auch die Twitch-Moderation entzogen, weil ich wollte das gekoppelt haben. Also die Discord-Mods sollten auch gleichzeitig auf dem Discord sein, auf dem Twitch sein. Ja, es war verständlich, gut, dann war ich da kein Mod mehr, war aber nicht so schlimm. Ich habe trotzdem weiter mit Jesse gesprochen über Updates und sonstiges, habe denen ganz viel Feedback im Hintergrund gegeben zu allen möglichen Events, was man verbessern kann, was man tun kann, was man so durchmacht, also was man macht, also was man einfach machen kann halt. Mann. Und tatsächlich wurde auch relativ viel umgesetzt. Also einiges, was man jetzt noch im Spiel sieht, wurde komplett umgesetzt. Das wurde auch dann, habe ich dann vorgeschlagen, haben die dann gemacht. Dann tatsächlich, dann war das größte Highlight meinem Drakensang-Leben, nennen wir es mal so. Dann war ich in Berlin und habe alle besucht. Ich habe Jesse getroffen, Hannes getroffen, Fidelis getroffen, den Johannes, also das ist der Leiter der Grafikabteilung, Nadine und Claudia, das sind die beiden Damen, die Maps gemacht haben. Hatte auch die meisten tatsächlich vor der Kamera, außer die Claudia, die wollte nicht. Und ja, das sieht man zum Beispiel hier noch. Ich durfte tatsächlich, gerade bei den Kartenbauern, bei der Claudia durfte ich mein eigenes S entwickeln. Das steht jetzt noch im Kadun. Fand ich halt einfach toll. Solche Sachen durfte ich machen. Ich durfte einfach komplett hinter die Kulissen schauen. Ich durfte an Meetings teilnehmen. Und dann habe ich noch mir nebenbei einfach mal Berlin angeguckt, zusammen mit meiner Freundin. Das war einfach schön. Das ist einfach so. Ja, es hat einfach Spaß gemacht. Wie gesagt, deswegen ist DSO für mich mehr als einfach nur irgend so ein Casual-Spiel. Einfach weil ich habe viel in den Hintergründen auch mitgearbeitet. Und nach den Besuchen in Berlin war das tatsächlich so. Ich hatte dann ganz großen Kontakt auch zu anderen Entwicklern, zum Beispiel auch zu Yatta Karasu. Und das war dann auch, also ich war quasi, keine Ahnung, ich fühlte mich so leicht als Mitarbeiter. Teilweise kam dann Yatta Karasu auf mich zu, ey, ich habe eine Idee, guck dir das mal an, so und so, das möchte ich ändern. Wie findest du denn das? Und dann habe ich dazu meine Meinung gegeben, habe gesagt, hier, mach's doch lieber so und so, das und das. Na ja, stimmt, hast recht. Dann wurde wieder alles umgeändert und teilweise ist auch jetzt noch im Spiel Sachen, also auch Mechaniken, die ich teilweise auch mit dran gearbeitet habe, wo ich sagte, mach das doch lieber so und so. So, und jetzt, klar, jetzt auch mit einem Grund, warum das Ganze jetzt nicht mehr so viel Spaß macht, weil ich bin halt nicht mehr im Hintergrund mit beteiligt. Der Stand in Berlin wurde geschlossen. Alle Mitarbeiter sind jetzt in China. Gut, mein Chinesisch ist gerade nicht so gut. Andere Worten, gar nichts. Und es gibt auch absolut gar keinen Kontakt mehr zu irgendwelchen Entwicklern. Deswegen auch so ein Grund, warum ich jetzt nicht mal so wirklich die Lust habe, weil ich kann nicht mehr mitarbeiten am ganzen Spiel. Das ist so, ja. Ja, wie gesagt, ich bin im Endgame angekommen. Jetzt ist es im Prinzip nur noch grindlastig. Das macht mir jetzt nicht so persönlich Spaß. Das ist halt einfach nicht mehr so mein Spiel. Und gerade auch, ja, wie gesagt. Ist halt einfach so. Oder Donner.
Ja. Ja, Also jetzt habe ich es überrascht. ja gut, ich war nicht ganz begeistert. Also ich hörte, okay, du spielst jetzt weniger und jetzt willst du ganz aufhören. Ne? Ich mache mich schon traurig. Ich hatte so viel Spaß mit dir hier im Game, auch mit den Videos, wo ich oft mal teilhaben durfte. Ich denke nur gerade an die ganze Dark Legacy, an die Story, Oh was wir ja. da einen Spaß hatten. Oh ja. Auch wenn es vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen langatmig war, die Oh, ganze das. Story, alle Quests da durchzumachen. Aber es war wirklich toll und auch mit dir zusammen, das werde ich echt vermissen. Ich werde auch vermissen, ab und an mal hier im Video aufzutauchen. Ich habe da bisher nur richtig tolles Feedback bekommen. Ja, Deswegen stimmt. bin ich auch froh, dass ich jetzt noch dabei sein darf im letzten und sage allen auch mal ein herzliches Dankeschön von meiner Seite aus. Und ja, bin ganz traurig, dass Shirley geht. Ja, stimmt. Das Feedback war ja immer durchaus positiv. Klar, es gab immer so den einen oder anderen Spinner, der dann meinte so, du bekommst ja nur alles in den Arsch gestopft. Nein, tatsächlich nicht. Erstens habe ich ganz viel getan. Zweitens habe ich nicht großartig viel bekommen. Ich habe tatsächlich, das habe ich auch das öfter mal gesagt, ich habe damals einen kosmetischen Artikel bekommen. Das war der Schildträger. Das ist, glaube ich, ein Reittier bei Fahrzeuge ist das, ne? Nee, ist es nicht. Gezähmte Feinde? Ja. Hier, diese kleinen Fieslingsschildträger. Tatsächlich, die haben ja damals 1000 Kleeblätter gekostet. Und damals war, wenn du ganz, ganz viel Gold und Andermann reingesteckt hast, hast du am Tag so, keine Ahnung, deine 15 bis 20 Kleeblätter bekommen. Und die habe ich tatsächlich damals geschenkt bekommen. Die waren damals richtig viel wert. Gut, jetzt mittlerweile hat die wieder jeder. Das war aber schon vorher klar. Aber ich hatte dadurch einfach keinen Vorteil. Ich habe mir nie irgendwelche jetzt Vorteile, habe ich mir schenken lassen bezüglich, keine Ahnung, irgendwelche Schadensteine oder sonstiges. Weiß ich nicht. Hatte ich nie. Deswegen wurde ich auch nicht gesperrt bei der großen Bannwelle. Ja, ansonsten, Gilden, an die ich mich noch tatsächlich noch erinnere. Ich habe damals zusammen mit Gamli meine eigene Gilde gegründet, die Nachtschatten. Aber auch noch von relativ kurzer Dauer. Dann war ich ziemlich lange bei den Faultieren. Und irgendwann war das so, dass wir als komplette Gilde Faultiere in die Gilde von Fighters for Duria, wo ich jetzt immer noch drinne bin, ja, sind wir einfach hinzugefügt. Das heißt, im Endeffekt war ich gute 5,5 Jahre lang in derselben Gilde. Einfach nur mal kurz vorher den Namen gewechselt, weil wir komplett geschlossen in die Fighters reingegangen sind. Genau, dazu gesagt, werde ich jetzt auch die Gilde auch verlassen, weil es ist ja momentan so, ich hatte auch gestern noch ein Gespräch mit der Dona. Es ist ja momentan so, in der Gilde ist einfach nur mein Name drin. Ich bin nicht aktiv, ich bringe der Gilde gar nichts. Und ja, deswegen ist jetzt auch die Gilde verlassen. Oh, Steve. Schnief. Genau. So sieht's aus. Ja, wie gesagt, das ist nicht das Ende des YouTube-Accounts. Wie gesagt, ich werde mit Lost Ark weitermachen. Das ist jetzt momentan so mein Spiel, was mir total Spaß macht. Ich habe es relativ lange in Russland jetzt gespielt. Habe mir dort die Story noch nicht komplett angeguckt. Ich habe mir wirklich nur das Grobe angeguckt und trotzdem meine guten 200 Stunden drin verballert. Aber egal. Also, das tatsächlich macht mir Spaß. Daran werde ich jetzt auch weitermachen. Nur wird es, wie gesagt, erstmal nichts mehr zu Drakensang geben. Ich werde in meinem eigenen Community-Discord werde ich auch die ganzen Drakensang-Sachen entfernen. Das mache ich nicht heute, das mache ich über die nächsten Tage, wenn ich dazu Lust habe. Aber da wird es dann auch nur noch auf Lost Ark hinauslaufen. Genau. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen Leuten, die mir so lange auch die Treue gehalten haben. Ich habe jetzt insgesamt 722 Videos komplett zu Drakensang hochgeladen. Das ist jetzt einmal das 747. Video, dann 58 PvP-Videos und 18 komplette Livestreams, die ich hochgeladen habe. Im Livestream waren auch immer Leute dabei. Es hat immer Spaß gemacht. Das war eigentlich immer schön. Aber wie gesagt, einfach dem Spiel begründet. Weil mir das Spiel an sich keinen Spaß mehr macht, möchte ich nicht, und das ist mir ganz wichtig, ich möchte nicht so tun, als ob. Ich möchte keinen Zwang haben, dass ich irgendwie aufstehe, so, ja, heute ist das Release, okay, musst du das Video machen, ja, eigentlich hast du keine Lust, aber machst du mal. Nee, will ich nicht. So, ich weiß, wie gesagt, es kann jetzt sein, dass mich jetzt, ich sag mal, von meinen 6.500 Abonnenten, die abonniert mich die Hälfte oder fast alle, dann ist es eben so. Ne? Es ist auch nicht schlimm. Es ist völlig in Ordnung. Einige sind hier, weil sie die Drakensang-Updates haben möchte. Jetzt gibt es keine mehr. Denn deabonnieren sie mich. Das ist völlig in Ordnung. Das ist eben so. So ist halt der Lauf der Zeit. Ja. Und dann ist es so. Wie gesagt, Leute, die mitkommen nach Lost Ark, wunderbar. Wie gesagt, das ist schön. Da geht's weiter. Ja.
Genau. Ansonsten habe ich, glaube ich, alles gesagt, oder? Ja, hast du Ja. alles Ja, gesagt. was ein Glück. Oh. Okay. Okay, ich danke dir auch nochmal ganz herzlich persönlich, lieber Shirley. Und ja, wir sehen Ja. uns ja auch weiterhin in Lost Ark. Aber ich Genau. bleibe DSO treu. Ich bleibe DSO noch treu. Ja, genau. Donner wird noch weiterspielen. Also es ist nur quasi, Ja, Donner wollte ja. sich nur wirklich von den Leuten verabschieden, weil sie hier öfters mal da war. Donner wird weiter DSO spielen. Das ist jetzt, das steht außer Frage. Wie gesagt, nur für mich ist es halt einfach nichts mehr. So. Genau. Guti. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und normalerweise sage ich ja, wir sehen uns im nächsten Video. Das wird jetzt erstmal nicht der Fall sein. Wir sehen uns in Lost Ark oder ansonsten halt leider gar nicht mehr. Trotzdem vielen, vielen Dank, dass ihr so lange dabei wart. Das waren ja mehrere Jahre. Und ja, dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal oder auch nicht. Tschüss! Tschüss.